Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4 hier an der Red Rocket Rest State. Wir haben unseren Wuff-Wuff gefunden. Wo ist er denn? Wuff-Wuff ist irgendwo. Naja, wir haben einen neuen Begleiter, einen Schäferhund, um genau zu sein. Da ist er, der kleine Racker. Und werden jetzt diese Red Rocket Rest Stätte erkunden. Was ist das denn für ein Gestell? Was machst du denn da? Gerade die Tür aufgebrochen? Rattengift. Gidea Buttercup, Hinterbein. Gidea Buttercup, Kopf. Okay, Cram. Was ist das? Eine Schere. Aludose. Kann man Konserven herstellen oder sowas? Ich weiß es nicht. Esotronic. Ach, eine Klimaanlage. Naja. Ob die jetzt bei dem Klima noch was bringt? Kaffeetassen, Kaffeekannen, Kochplatte und. Ja, macht noch mehr Lärm, alles klar. Verbranntes Lifestyle-Magazin, verbranntes Modemagazin, ein Telefon. Im Zeitschriftenregal ist nichts. Und was haben wir? Vorkriegsgeld 12 Mal. 2 Stangen Zigaretten. Oh, ich kenne viele Leute, die würden sich jetzt über diesen Fund freuen. Aber ich bin ja bekanntlich Nichtraucher seit 16 Monaten und auch zufrieden damit. Eine Amateurfunkbox. Schraubenzieher, Kombi, Schraubenschlüssel. Vielleicht nützlich, okay. Schere. Und wie Sie hören, hören Sie nichts. Dann können wir das Ding auch wieder ausmachen. Was gibt's hier hinten? Patronenjet. Was ist Jet? Muss ich mir gleich mal angucken. Ein Sturmfahrzeug, ein Kleber. Kronkorkenvorrat. Mhm. Ist jetzt mein Vorrat. Meins. Meins, nur meins. Und ein Terminal. Geschäftliche Einträge. Neue Ausrüstung installiert. Musste mich etwas mit der Zentrale anlegen, aber wir haben endlich alle Werkzeuge, um selbst unsere Teile herzustellen. Wenn Sie das nächste Mal den Gurtverschluss ändern, müssen wir also nicht wieder die teuren Corvega-Teile bestellen. Wir nehmen einfach einen von denen, die wir haben, und passen den an. Rosafarbene Restaurierung. Die Witwe Rosa aus Sanctuary Hills restauriert zusammen mit ihrem Sohn einen alten Corvega. Hübsch, der Junge scheint etwas verzogen, aber das ist wohl auch der Grund dafür, dass sie dieses Projekt mit ihm durchzieht. Wie dem auch sei, sie hat das bisher verdammt gut hinbekommen. Ich war echt überrascht, wie viel sie und der Junge allein geschafft haben. Sie ist nur zu mir gekommen, weil der Motor doch etwas zu kompliziert für sie war. Ich bin sicher, wir können ihr helfen. Nett. Jim, kümmere dich um diese Fässer, bevor du heute Abend Schluss machst. Die Prüfer kommen direkt morgen früh. Versteck sie einfach bei den anderen. Wir überlegen uns später dann eine langfristige Lösung. Hey, wenn uns die Natur mit einer Höhle direkt unter dem Laden beschenkt, wie kann ich dann einsagen? Aha. Eine Höhle unterm Laden? Das hört sich doch abenteuermäßig an. Das sehe ich mir gleich mal an. Serviceaufzeichnungen für Oktober. Bremsen von 2075er Fusion Flayer Supreme ausgetauscht. Monatsinspektion des Voltec-Vans. Keine größeren Probleme, aber der Vertreter ist echt ein hochnäsiges Arschloch. Ja gut, er hat die Strafe bekommen. Er durfte ja nicht rein. Hab mit der Arbeit an einem neueren Motorrad begonnen. Vorkriegsmodell. Was zuerst aussah wie ein verklemmter Gashebel, hat sich als ernsthaftes Problem mit der Verkabelung herausgestellt. Die Kabel sind fast alle überaltert. Ich tausche sie durch Kabel aus Platin aus. Platinkabel will ich auch. Kühleck in einem der neuen 2077er Corvega Coupés. Transparente Fahrgastzelle. Sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Atomare Lichtmaschine von 2073er Corvega ausgetauscht. Na gut, alles mehr oder weniger uninteressant. Das einzige wirklich interessante war die Höhle unter dem Laden. Ich muss jetzt mal eben schauen, wir hatten ja Ende der letzten Folge noch ein Level Up. Da habe ich den Skill natürlich nicht verteilt, weil ihr nicht dabei gewesen wärt. Das machen wir nicht. So, jetzt muss ich nochmal eben schauen. Skills. Aha. Ach, Dreieck. Level Up. Alles klar. So. Ich kann einen Skillpunkt verteilen. Auf
Stärke. Also wir haben einmal die Grundwerte, die wir schon kennen. Kanalisiere dein Chi, um eine zerstörerische Wut zu entfesseln. Waffenlose Angriffe fügen deinen Gegnern 20% mehr Schaden zu. Deine flinken Hände und langen Finger machen Taschendiebstahl um 25% einfacher. Jetzt kannst du richtig einstecken. Du erhältst sofort plus 10 Schadensresistenz. Du beherrschst die Kunst des Handelns. Beim Kaufen und Verkaufen bei Händlern erzielst du bessere Preise. Lass dich von Voltec leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im VATS angezeigt. Ah, das kann ich aber im Moment. Doch, kann ich. Kanalisiere den Geist des Wilden Westens. Nicht-automatische Pistolen verursachen 20% mehr Schaden. Du weißt, wie man an die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findest mehr Kronkorken in Behältern. Okay, was ich ganz gut finde, ist vielleicht Härte. Ja, das machen wir mal. Plus 10 Schadensresistenz ist okay. 20, 30, 40, 50, okay. Gut. Ein bisschen Death kann niemandem schaden, besonders zu Anfang nicht. So gehe ich viele Spiele an, dass ich am Anfang ein bisschen meine Resistenzen erhöhe, damit ich es einfach habe, zu überleben. Und am Ende kann ich immer noch trainieren, um auszuteilen. Mülleimer. Eine Rüstungswerkbank. Was ist das denn? Werkstätte von Red Rocket Station. Man kann ihn modifizieren. Was mit dem? Isoliert. Gummikleber, Leder. Verbesserte Energieresistenz. Okay, mein Vault-Anzug, der hat ja radioaktive Resistenz. Ich werde. Moment mal. 5 Energieresistenz. Da können wir 10 draus machen. Bisschen mehr Gewicht, aber nur 0,3. Und der Wert steigt extrem. Na klar, warum nicht? Machen wir das doch. So. Wie gesagt, Resistenz und Schaden nie. Hier ist nochmal eine Kochstation. Kann ich irgendwas machen? Köterkeule. Ah, lecker. Egal. Stellen wir das her. Mausrattenhappen. Sind alles EP, wie gesagt. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was passiert, wenn man sowas isst. Ich würde das gerne mal eben testen. Strahlung widerstehen, TP 40. Ah, okay. Ach so. Waffen und heilen. Waffen und heilen. Eine Waffenwerkbank. Kurzer Lauf. Standardverschluss. Ja, mir fehlen ein paar Materialien, aber man kann Waffen anscheinend wirklich ordentlich. Ordentlich powern. Okay. Also, ich habe immer noch nicht den Eingang zur Höhle unter den Laden gefunden. Das würde mich jetzt natürlich brennend interessieren, wie man dorthin gelangt. So, wenn das ein ganz normaler Höhleneingang ist, muss der Eingang ja. Oh, da haben wir den Höhleneingang. Ein Hirnpilz. Benzinkanister, Schraubenzieher, leuchtender Pilz. Ja, ihr merkt schon, ich nehme einfach jeden Crap mit, weil ich immer noch nicht weiß, mit allem was anzufangen. Okay, da sind schon ein paar Häuser. Kann sein, dass es schon Concord ist. Maulwurfsrattenbau. Ah, okay. Es ist ein Loading-Screen, wenn man reingeht. Na gut. Ich habe eh schon gedacht, das ist aber verdammt dunkel da.
Pilze nehmen wir natürlich mit. Ich habe schon ein paar Maulwurfsratten gesehen. Komm Hund, tu was du am besten kannst. Friss. Hey Guys. Du kriegst direkt einen Schlagstock oder einen Knüppel. Du bist aber böse zu den Ratten. Was macht eine Ratte mit einem Tafelmesser? Die man versucht, die abzupieksen? Schloss haben wir, diese Kiste öffnet man nicht. Hier ein Pilz. Leuchtender Pilz. Ja, ja. Oh Gott, ich bin voll mit Pilzen, wenn ich wiederkomme. Kühlmittel. Ein Pümpel, falls mal irgendeine Verstopfung da ist. Sei es die Toilette oder der Gedankengang. Und ein Besen, um vor der eigenen Tür zu kehren. Okay, ich höre. Moment mal, ich kriege Radioaktivitätsschaden. Was ist da los? Schnell looten. Ein Fusionskern. Mülljäger-Auszeichnung, Vizepräsident Region Boston. Mr. Benson, im Namen des Regionalbüros Boston möchte ich Ihnen und Ihrem Team für die Auszeichnung Mülljäger 2076 gratulieren, die dem Geschäft mit der höchsten jährlichen Abfallvermeidung verliehen wird. Rücksichtnahme auf die Umwelt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Firmenimages und wir begrüßen Ihre innovativen Ansätze in dieser Hinsicht. Mit freundlichen Grüßen, Gerard Phillips. Okay, da hat jemand ein bisschen rumgefaked war. Den Patronen haben wir schnell gesammelt. Gibt es hier noch irgendetwas, bevor ich komplett verstrahlt bin hier? Nein. Okay, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. So. Hier waren wir, glaube ich, in der Ecke. Dann gibt es hier natürlich noch einen Gang. Ich höre Maulwurfratten. Oha! Eine tollwütige, die gibt's in tollwütig. Hühnchen macht aber viel mehr Schaden als ich, wa? Ob das Strahlungsschaden macht. Ja. Ich habe keine Haarklammern. Ich habe immer noch keine Haarklammern. Verdammte Axt. Also in Sanctuary Hills gibt es zwei Stück. Nein, ich wollte nicht trinken. In Sanctuary Hills gibt es zwei Stück. Und unter der Red Rocket Station. Ich versuche es mir mal zu behalten. So, jetzt können wir aber rausgehen hier. Ich glaube, wir haben genug Hirnpilze fürs Erste. Commonwealth. Oh, es ist mittlerweile dunkel geworden. Mhm. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir direkt mal eben die Maulwurfratten verarbeiten. Ach so, ich wollte nur noch mal gucken, was ist das hier eigentlich? Power-Rüstungsstation. Finde eine Power-Rüstung, um diese Modifizierungsstation nutzen zu können. Oh, Haarklammern.
toll. Ganz, ganz toll. Jetzt kann ich natürlich wieder zurück in die Höhle latschen. Weil wir jetzt das Material haben, um den Safe zu knacken. Weil die abgeschlossenen Geschichten im Sanctuary können wir immer noch holen. Aber ich weiß nicht, ob wir hier öfter vorbeikommen. Mal sehen. Ich glaube, die Maulwurfratten spawnen. Nein, scheinen sie nicht. Okay. So, hier unten war dieser Safe. Dann mal sehen. Schloss knacken. Bewege die H-Klammer mit L. Mit R drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Stößt du auf einen Widerstand, lass R los und positioniere die H-Klammer mit L neu. Okay, das ist ähnlich wie in Skyrim. Falsche Richtung. Na gut. Und auch. Geschafft. Was haben wir da? Chemieglas, ein Molotow-Cocktail, Splitterminen, Stealthboy und einen Superkleber. Mit einem Stealthboy, das habe ich eben in irgendeinem Ladebildschirm gesehen, während ich nicht aufgenommen habe. Kann man sich unsichtbar machen. Hey. Was? Warte da. Komm schon. Okay, wir haben ein paar lohnenswerte Sachen bekommen durch dieses Aufknacken des Saves. Das wird mit der Zeit wahrscheinlich auch einfacher, wenn man das skillt. Jetzt gerade war das mehr so ein random Rumprobieren. Man hat keinen Anhaltspunkt, man hört nichts oder sowas. Und man spürt auch am Controller nichts, wenn man den richtigen Punkt erreicht hat. Es war einfach nur ein Rumprobieren. In welche Richtung kann man weiterdrehen und in welche nicht. So, jetzt werden wir aber weiter Richtung Concord gehen. Lang genug hier an dieser Red Rocket Station aufgehalten. Einfach mal der Straße folgen. Ich wechsle zur Sicherheit mal auf eine Fernkampfwaffe. Wer weiß, was mir begegnet. Wir kennen ja erst zwei, drei Gegnertypen. Okay, was ist das denn? Man trifft das Vieh nicht. Blutkäfer, Jungtier. Das ist Munitionsverschwendung. Aber anscheinend scheinen die Schüsse sie zu... Brahminleder. Schüsse sie zu... Was ist das denn? Zweiköpfige Kuh? In einer postapokalyptischen radioaktiven Welt sollte mich nichts wundern. Okay. Mal sehen, was man hier so finden kann. Kronkorken. Nuka Cola Quantum. Oh, die leuchtet ja. Zuckerbomben. Okay, da geht's schon wieder raus. Es gibt eine obere Etage. Eine H-Klammer. Sehr schön. Oh je. Yeah. Mentats und Psycho. Ein Drogenfund. Concord entdeckt. Kriegt man das auf? Anscheinend nicht. Was ist das denn? Ekelhaft. Blutkäferrüssel. Das sind doch einfach nur übertriebene Mücken, wenn mich nicht alles täuscht. So,
So, die meisten der Häuser sind anscheinend zu. Das ist, glaube ich, auch mal ganz angenehm. So brauchen wir nicht in jedes Haus rein, um es komplett zu looten. Ich höre Schüsse. Und nicht nur Pistolenschüsse. Noch was zum Heilen mit, bevor wir da hingehen. Ein Gewehr. Ein Repetiergewehr. Okay. Da schießen Menschen gegenseitig aufeinander. Ja, was wäre eine? Mad X und Buff Out. Ich habe schon fast alle Drogen zusammen. Was wäre eine postapokalyptische Welt? Position halten. Aufgepasst. Und los, zu mir. Was wäre eine postapokalyptische Welt ohne Menschen, die sich gegenseitig ans Leder gehen? Ne? Siehe Filme und Serien. Was ist das denn für eine Waffe? Flüsterkneipe. Okay, das scheint ein größeres Gebäude zu sein. Vorsicht. Okay. Klären wir erstmal die Sache da draußen. Raider. Raider sind feindlich, anscheinend. Krieg ich den Headshot weg? Okay. Lederrüstung, Raider-Leder. Okay. Oh, ich habe mich gerade echt erschrocken. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Museum der Freiheit. Lasermuskete. Und Fusionszellen. Gekochte Lederrüstung. Und Skillmenü, wir sind Level Up. Du nimmst weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Du bist schon mal. Maximale Gesundheit erhöhen. Das ist doch auch was Schickes. Nun gut, gehen wir da erstmal rein. Lasermusketen können aufgeladen werden, indem wiederholt Viereck gedrückt wird. Okay. Aber ich möchte natürlich nicht diese
starke Waffe sofort verschwenden, wenn ich ehrlich bin. Ups. Mal sehen, ob ich mich hochschleichen kann. Okay. Schleichangriff gibt einen Schadensbonus. Das ist doch schick. Und looten kann ich gleich immer noch alles. Also die Raider möchten wirklich raiden. Die wollen einfach nur den Loot haben. Nächster Headshot. Sehr schön. Oh, über mir ist noch ein, scheint noch einer zu sein, okay. Patronen, Automatikpistole. Sehe ich noch eine Treppe nach oben? Ich wurde anscheinend gesehen. Oder auch nicht. Da ist jemand hinter dem Hund, ja. So. Zack. Kein Stealth Boy. Komm raus! Mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Eine Schrotflinte. Puh, hier gibt's richtig viele Sachen. Richtig viele Waffen anscheinend zu holen. Von den Gegnern. Oh, ich weiß, dass aber hier scheint immer noch irgendwo einer zu sein. Oha! Oh, mit der Pistole den Kopf abgeschossen. Sehr schön. Ein Billardkö. Witzig. Aus Schreck. Aus Schreck. Also ich habe jetzt eher nicht erwartet, dass er direkt um die Ecke steht. Aber gut, so ist es. Komm schon. Wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich geh mal spazieren. Aber ich komm wieder. Und dann seid ihr tot. Wer ist da? Hey, ich glaub, da draußen ist wer. Hat er mich gesehen oder nicht? Anscheinend nicht. Okay. Die hole ich mir aber noch. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang nicht an durchzudrehen. Ist die andere Tür offen? Nee. Ist keine Tür. Okay, okay. Ich möchte das natürlich als stealth-mäßig zu Ende bringen hier. Ups. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Das ist keine gute Idee, Kumpel.
soll der Scheiß? Wer ist da? Oh, was ist mit meinem Aim los? Was zur Hölle? Meine Güte, gibt's doch nicht, ey. Das habt ihr nicht gesehen, Leute. Ich trag zu viel. Was hat denn so viel Gewicht? Okay. Wir werfen mal das Gammler-Outfit weg. So, mal sehen, was hier los ist. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nein, das ist es nicht. Preston Garvey von den Minutemen. Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Gott, wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus, aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Ghule? Ghule? Was sind Ghule? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Gottverdammt. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Nein, naja, das ist es nicht. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen? Um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Und ich kann die Minigun benutzen wie ein Gewehr? Warum nicht? Die hat einen manuellen Abzug. Ziel einfach auf die Bösen und lass sie im Kugelhagel sterben. Und die Rüstung? Die hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Sie kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir aber wissen, wir wo man eine nicht findet. An das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Wonach sucht ihr nochmal? Nach einem Fusionskern. Ist so eine Art coole Batterie. Damit haben sie früher hier im Museum die Ausstellung mit Strom versorgt. Es gibt einen im Keller, hinter einem Sicherheitstor. Du musst das Schloss knacken oder den Computer hacken, um es zu öffnen. Ich weiß nicht. Mal sehen. Tja, das ist kein Nein. Also, erreich den Fusionskern, steck ihn in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück.
Also, wir haben zwar schon einen Fusionskern, ich hätte diese Quest direkt beenden können oder abgeben können, aber da wir jetzt schon eine ganze Zeit dran sind, würde ich die Folge hier an dieser Stelle beenden. Im nächsten Part looten wir erstmal dieses komplette Museum, bevor wir diese Quest weiter fortführen. Wir haben da draußen auch noch eine Kneipe uns anzuschauen, die hab ich eben unterbrochen. Und damit bedanke ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben hier so ein paar andere Menschen getroffen, die Minutemen genannt werden. Und mal schauen, wo uns das Ganze hinführt. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Damit sage ich bis zum nächsten Mal, euer Deadwings. Ciao.